Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier ist soeben mehrfach vorgetragen worden, ein etwas unverständlicher Wahlzettel, ein etwas unverständliches Wahlrecht würde den Wähler von der Urne fernhalten. Ich sage Ihnen, was den Wähler fernhält, das ist Ihre unverständliche Politik. Das sind die vielen Themenfelder, mit denen Sie an der Bevölkerung vorbeireden. Das ist die mangelnde Glaubwürdigkeit von Politik, die die Wähler sozusagen nicht mehr akzeptieren. Frau Blömeke, Sie haben heute das beste Beispiel für mangelnde Glaubwürdigkeit geliefert, indem Sie in drei Debattenrunden die Tierschutzpolitik des Senates in Sachen Pony auf dem Dom massiv kritisiert haben. Massivst kritisiert haben. Und dann bei der Abstimmung haben Sie genau dieselbe Politik, die Sie zuvor kritisiert haben, mitgetragen. Also wenn das nicht ein Zeichen mangelnder Glaubwürdigkeit ist, dann weiß ich nicht, was es sein soll. Frau Blömeke, das ist der wahre Grund dafür, dass die Wähler nicht mehr an die Wahlurne gehen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das aktuelle Hamburger Wahlrecht ist geprägt von einer Reihe von Unstimmigkeiten, von teilweise logischen Brüchen. Es ist sehr komplex und man muss sagen, das negative Stimmenergebnis, das ist niemandem zu vermitteln. Kein Wähler versteht es, dass gerade ein Kandidat, der viele Persönlichkeitsstimmen bekommt, dass gerade der wegen dieser Persönlichkeitsstimmen eben nicht in die Bürgerschaft einziehen kann. Es ist ein völlig abstruses und widersinniges Ergebnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Wahlrecht mit demokratischem Anspruch hat transparent zu sein. Ein Wahlrecht mit demokratischem Anspruch darf nicht dazu führen, dass sich der Wähler erst wochenlang in das Wahlrecht einzulesen hat. Der Wähler ist der Souverän. Er muss prima facie verstehen, was er dort tut. Und ein demokratisches Wahlrecht ist so zu gestalten, dass der Wähler mit seiner Stimmabgabe nicht etwas herbeiführt vom Ergebnis her, was er ursprünglich gar nicht bezweckt hat. Wir alle wissen, dass das hamburgische Wahlrecht diesen Grundsätzen eben nicht entspricht. Das aktuelle Wahlrecht ist vielmehr ein Wahlrecht von Eliten für Eliten. Es ist ja letztlich nichts anderes als ein Ausfluss auch eines Referendums. Und wir alle wissen ja, wer dieses Referendum gesteuert hat. Mittelfristig bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als das Wahlrecht grundsätzlich und grundlegend zu verändern. Die SPD hat sich heute mit kleinen technischen Änderungen gemeinsam mit den Grünen und der FDP und den Linken verständigt. Aber die grundlegenden Fehler, die werden überhaupt nicht korrigiert. Wir können Ihrem Antrag also nicht zustimmen. Wir können aber auch dem Antrag der CDU jetzt nicht zustimmen, so nicht zustimmen. Herr Dr. Trepol, erstens weiß jeder, dass Sie in die Zeiten von Herrn Echternach und seinen Freundeskreisen damit zurück wollen. Das wollen wir alle nicht. Und zweitens widerspricht das natürlich, wenn man diese Gesetzgebung jetzt ändern würde, einem Volksentscheid. Dass Sie auf Volksentscheide nichts geben, das hat man beim LBK gesehen. Aber das, was Sie jetzt vorhaben, ist wirklich schon eine massive Missachtung des Volkes. Sehr geehrter Trepol, damit hier keine Missverständnisse entstehen, natürlich gibt es keine rechtlichen Gründe, warum man Ihrem Antrag nicht folgen könnte. Das könnte man sicherlich machen, aber wie gesagt, es steht ja die Volksgesetzgebung zunächst rein moralisch-politisch dem entgegen. Aber in der nächsten Legislatur, wenn die Parteien dem Wähler vorher reinen Wein einschenken und sagen, was sie wollen, dass sie beispielsweise weg wollen von diesen 5-Personen-Stimmen, weg wollen von diesen 5 Stimmen auf der Landesliste, dann steht doch einer Änderung nichts mehr entgegen. Dann gibt es auch keinen Grund für eine Partei mehr ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn wenn ich dem Wähler vorher klaren Wein darüber einschenke, dass ich das Wahlrecht grundlegend ändern möchte, dann kann ich das danach auch mit gutem Grund tun. Aber bitte noch nicht jetzt in dieser Legislatur. Spätere noch etwas mehr. Vielen Dank.